Guten Morgen, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute in abschließender Lesung die Neufassung des Gesetzes zum Meister-BAföG. Meister-BAföG, da sind aber auch andere adressiert, die im Rahmen der beruflichen Fortbildung ihren weiteren Lebensweg gehen wollen, ob das Techniker sind, Betriebswirte oder andere. Und ich möchte Ihnen, Frau Ministerin, sehr herzlich danken, dass Sie dafür gesorgt haben, dass aus Ihrem Haus schon ein sehr ambitionierter Entwurf des Gesetzes kam, den wir in der parlamentarischen Beratung noch verbessern konnten. Und ich möchte an dieser Stelle auch besonders unseren Haushältern danken, denn die Gesetzesänderungen, die wir jetzt auf den Weg bringen, werden in den nächsten Jahren über 100 Millionen Euro kosten. Und wahrscheinlich war es auch hilfreich, dass das erste Gesetz zur Aufstiegsfortbildung die Unterschrift von Wolfgang Schäuble trägt. Also war er wahrscheinlich von Anfang an auch nicht ganz dagegen. Also vielen Dank, Frau Ministerin, und vielen Dank an die Haushälterin, an die Haushälterinnen und Haushälter, dass wir heute so ein schönes Gesetz vorlegen können. Was machen wir mit dem vielen Geld? Das ist ja schon eine ganze Menge. Wohl, wenn ich mir anschaue, was wir im Bereich der Wissenschaft investieren, ist auch da vielleicht noch Luft nach oben. Aber wir wollen ja nicht klagen, ein schöner Tag. Und deswegen ist die Frage, was machen wir damit? Zunächst statten wir dieses Programm besser aus. Es wird familienfreundlicher. Es wird einen höheren Zuschussbetrag geben. Wir werden die Gesamtkosten der Maßnahmen erhöhen. Und wir werden auch beim Meisterstück eine ganze Menge Geld drauflegen. Die beste Nachricht für mich ist allerdings, dass diejenigen, die eine solche Aufstiegsfortbildung erfolgreich gemeistert haben, einen Belohnerlass bekommen, nicht mehr in Höhe von 25%, wie er im Gesetz stand, sondern von 40%. Leistung lohnt sich, gerade im Bereich der beruflichen Aus- und Fortbildung. Und deswegen ist das, was wir heute beschließen, gut. Ich habe mich auch sehr gefreut über die konstruktiven Beratungen, die wir dazu im Ausschuss hatten. Wir hatten eine Anhörung, wo die Experten, Herr Gehring wird mir das zugeben, alle der Meinung waren, dass das, was wir tun, gut ist. Und deswegen, glaube ich, werden Sie heute die Möglichkeit haben, diesem Gesetzentwurf auch zustimmen zu können. Und ich glaube, auch die Fundamentalopposition hier aus der linken Seite wird heute doch zumindest eventuell mit einer Enthaltung, wenn Sie dabei bleiben, dazu mit beitragen, dass wir hier wirklich für die berufliche Bildung was Wichtiges machen. Wir hatten ja in dieser Woche die Gelegenheit, aufgrund fremdenfeindlicher Ausschreitungen ein paar Orte in Sachsen kennenzulernen, von denen einige im Haus bisher gar nicht wussten, dass sie existieren. Und diesen Orten würde ich heute gerne ein paar weitere hinzufügen, einfach um zu zeigen, dass das, was Sachsen ausmacht, etwas völlig anderes ist. Und die Orte, die ich Ihnen heute näher bringen möchte, das ist Königswalde, Ehrenfriedersdorf, Aue und Leipzig. Na, letzteres haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört. In Königswalde ist ein junger Mann geboren, der heißt Nathanael Liebergeld. Der wohnt jetzt in Aue, übrigens auch eine schöne Stadt. Und der hat einen Gesellenbrief erworben im Bereich Heizungs- und Sanitärinstallationen. Nun war das aber für ihn nicht der Endpunkt, sondern er hat gesagt, ich möchte mich gern weiterqualifizieren, richtig gut werden im Beruf. Und seine Firma hat ihn dabei unterstützt. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, wenn man besonders ambitionierte junge Leute hat. Die haben dann vielleicht auch andere Möglichkeiten, vielleicht abgeworben zu werden. Deswegen ist es wichtig, dass die Wirtschaft sowas unterstützt. Und der hat das große Glück gehabt, dass er nicht nur sehr ambitioniert war und sehr gut war, fleißig in seinem Beruf, sondern dass er auch die Möglichkeit hatte, einen Leipziger Installateurmeister kennenzulernen, dessen Name André Schnabel ist. Dieser Installateurmeister arbeitet ehrenamtlich für die Berufsweltmeisterschaften, die WorldSkills, als Trainer. Und dieses Gespann hat es doch tatsächlich geschafft, mit auch Unterstützung der Firma von Nathanael Liebergeld aus Ehrenfriedersdorf, die natürlich solche jungen Leute bei Wettkämpfen und so auch immer freistellen muss. Das ist alles auch etwas, was die Unternehmen dort investieren. Jedenfalls, die haben es gemeinsam geschafft, im letzten Jahr in Sao Paulo unter einem Bewerberfeld von mehr als 50 Nationen, die besten aller Länder, eine Goldmedaille zu erringen.
Und an solche Personen wie diesen jungen Mann und auch andere besonders begabte und fleißige junge Frauen und Männer denke ich, wenn wir heute dieses Gesetz verabschieden. Beste Förderung für die Besten in unserem Land, das ist unser Motto und genau das setzen wir auch heute um. Und vielleicht noch etwas etwas Positives über Sachsen. Dort hat die Große Koalition verabredet, einen Meisterbonus einzuführen. Das heißt, alle, die ein Meisterstudium erfolgreich abgeschlossen haben, und das wird noch viel einfacher jetzt, auch der junge Mann, von dem ich gerade berichtet habe, wird im August, also pünktlich, wenn das Gesetz in Kraft treten soll, sein Meisterstudium beginnen. In Sachsen werden wir einen Meisterbonus einführen. Und das ist Politik, wie ich sie verstehe, Werbung und Unterstützung für die berufliche Bildung und für die berufliche Fort- und Aufstiegsbildung. Das ist Politik für die Besten in unserem Land, für die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und deswegen bitte ich Sie, unserem Gesetz zuzustimmen. Rosemarie Heim ist die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke.